Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Moment, ich muss mein Mikro noch ein bisschen. So. Dark Souls 3 mit Paxis. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag, so wie ich, der hier eine schöne Marathon-Session Dark Souls 3 aufnimmt, weil, wenn ihr dieses Video hört, ist es alles schon passiert, aber als ich dieses Video hier aufnehme, ist es halt nicht mehr so lange hin, bis Cyberpunk 2077 rauskommt. Deswegen versuche ich jetzt noch so viele Folgen wie möglich von Dark Souls 3 aufzunehmen, damit ich dann eben in Ruhe Cyberpunk 2077 spielen kann und gleichzeitig aber weiterhin Dark Souls veröffentlichen. Mein Plan ist auch eigentlich, Dark Souls 3 dann und Cyberpunk jeweils einmal am Tag zu veröffentlichen. Ob ich das hinbekommen werde, muss ich dann schauen, aber es hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter, wenn ich viele Folgen Dark Souls 3 vorproduziere. Ja, ich weiß nicht, wo wir da unten dann rauskommen, wie wir da reingehen, rauskommen. Deswegen lassen wir das erstmal. Kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach hier um die Ecke gehen und dann sind wir bei ihm. Ach, hier kommen wir wahrscheinlich raus. Der kann dann einfach jede Tür aufmachen, jedes Tor, egal wie groß. Nee, wir kommen doch nicht hier raus. Hä? Ach ja, es waren ja Hebel in dem anderen Raum. Stimmt. Jetzt, wo ich den Hebel sehe, erinnere ich mich dran. Es waren ja Hebel in dem anderen Raum. Wir gucken mal, wo wir hier rauskommen. Aber was machen denn die Hebel? Das haben wir noch gar nicht getestet gehabt. Wie wär's denn mal mit einem Leuchtfeuer hier in dem Gebiet? Na, ah, jetzt kommen wir hier raus. Geil. Gerade als ich sage, wie wär's mit einem Leuchtfeuer? Das ist ja cool. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob es Sinn macht, da ranzugehen an das Leuchtfeuer, weil wir haben ja dem Riese ganz viel abgezogen. Und wenn ich rangehe, ist er wieder komplett geheilt. Und wir haben noch 6 Flakons, also eigentlich müssen wir da jetzt noch nicht rangehen. Ich lasse das mal. Aber sehr geil auf jeden Fall, dass wir jetzt hier wieder an das Leuchtfeuer rankommen. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo wir rauskommen, wenn wir hier uns runterfallen lassen. Aber eigentlich will ich mal gucken, was passiert, wenn ich so einen Hebel bediene. Wo waren die denn jetzt? Irgendwo hier. Wo waren denn jetzt die Hebel? Hier ist ein Hebel, okay. Vielleicht kann man damit ja auch einfach nur das Wasser ablassen. Ah, sind das jetzt Brücken? Kann man da oben jetzt lang gehen? Hat es damit zu tun? Ich glaube, das sind Brücken. Oder kann man das als Brücke da oben nutzen? Ich weiß es nicht so richtig. Es wäre eine Möglichkeit. Aber es gab auch noch einen Hebel, der dann das Ding hier betätigt hat, oder? Wo ist denn der zweite Hebel? War ja nicht noch ein Hebel irgendwo? Wo war denn der erste Hebel, den ich gerade benutzt habe? Der war hier. Nee. Der war hier. In so einem Durchgang. Also wird der andere auf der anderen Seite doch auch in so einem Durchgang sein. Kein Hebel. Kein Hebel. Kein Hebel. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich noch einen Hebel gesehen hatte. War ja wirklich nur einer? Ist halt die Frage, muss ich jetzt wieder da hoch? Würde das Sinn machen? Ich glaube, es macht keinen Sinn. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man das hoch machen kann. Wo war denn der andere Hebel, verdammt? Ah, ich erinnere mich. Ich weiß immer noch nicht, ob diese komischen spuckenden Statuen da irgendwas ausrichten. Ich glaube, der andere Hebel, der ist hier. Das Ding ist natürlich, wenn ich den jetzt da hinten, wenn ich den jetzt benutze, ich weiß halt nicht, ob ich mit dem gleichen Hebel dann das
auch wieder runterlassen kann. Und dann bin ich halt hier mit dem Riese gefangen. Das wäre also jetzt auch ziemlich bescheuert, wenn ich das mache. Weil ich will ja nicht mit dem Riese gefangen sein. Also, und das sollte mir ja auch im Kampf mit dem Riese nicht helfen, oder? Weil ich glaube, dann geht das Tor hier hoch. Was vielleicht eine Brücke sein könnte, wenn man da oben guckt. Da ist kein Geländer. Da oben geht es halt nicht weiter. Ah, schwierig, schwierig. Benutzen wir mal den Fahrstuhl, den wir gefunden hatten. Zum Glück profitiere ich schon von meiner Erfahrung aus den anderen Dark Souls Teilen, sonst würde ich ja wahrscheinlich viele massive Fehler machen. Gut, schauen wir mal, wo das hinführt. Nach oben, nach unten? Nach oben? Und wir haben auch direkt begrüßt. Ah, jetzt befinden wir uns hier. Alles klar. Das macht Sinn. Hier ist noch eine Leiter. Cool, cool. Ich bin der Leitermann. Mehr gibt es ja auch nicht als die Leiter. Die kann man auch leicht übersehen. Also ich will nicht wissen, wie viele Leute hier vielleicht nicht um die Ecke geguckt haben oder generell mal richtig geschaut haben. Oder vielleicht sogar um die Ecke geguckt haben und die Leiter übersehen haben. Schauen wir auf dieses verfluchte Gebiet hier runter, wo diese hässlichen Zombies die ganze Zeit aufgestanden sind. Aber schauen wir erstmal hier hoch. Vielleicht ist hier oben drauf ja der Riese, der die Pfeile abschießt. Aber ich glaube, das war einfach der gleiche Riese, mit dem wir schon geredet haben. Nicht schnell genug, nicht genug Energie, sorry. Abgrundring, warum hatten wir den einfach gedroppt? Warum konnten wir den nicht... Also wieso haben wir den denn einfach in unserem Inventar... diesen Abgrundring und nicht einsammeln müssen. Sehr merkwürdig. Abgrundring. Hier. Erlaubt Einstimmen zusätzlicher Zauber. Dieser Ring wird den Diakonen der Kathedrale des Abgrunds verliehen. Er erlaubt das Einstimmen zusätzlicher Zauber. Die Kathedrale ist eine Brutstätte schrecklicher Dinge und die Diakone brauchen große Erzählungen, damit sie ihre Pflicht erfüllen können. Es ist eine Philosophie, die sie vor dem Wahnsinn der grotesken Dinge um sie herum abschirmt. Ja, brauchen wir gar nicht. Ach, hier geht's gar nicht weiter, wie es aussieht. War nur so ein kleiner Bonus, also für alle Zauberer, ah, hier ist die Glocke, für alle Zauberer, ein kleiner Bonus, interessant. Oh, und hier haben wir eigentlich eine noch bessere Aussicht, jetzt nicht mehr, weil ich im Weg bin, egal, gehen wir nochmal kurz hoch. Was war in dieser Kathedrale da drüben eigentlich drin? Ich hab's schon wieder vergessen. Oder ging es da nicht weiter? Ich weiß es nicht mehr. Okay, jetzt bleibt uns irgendwie nur noch der Riese und dieses merkwürdige Monster, das uns verbluten lassen kann. Ja, da kommen wir dahin, ich weiß. Hier muss ja auch irgendwann nochmal so ein Fürst kommen, gegen den wir kämpfen sollen. Hier, dahin. Oder war ich hier schon mal? Es wirkt irgendwie so, als wenn ich hier schon mal war. Also zumindest die Gegner kenne ich ja. Wo komme ich denn da raus? Komm mal her, damit ich wenigstens auf dich draufspringen kann. Hat sich richtig gelohnt? Hat sich richtig gelohnt. Lügner voraus. War ich hier schon mal? Ja, hier war ich schon mal. Das war dieser Ort. Ach, ich wusste es. Fuck. Das war dieser Ort, wo da stand Fettwand, weil wir da nicht weitergekommen sind. Oh, das ist ja blöd. Aber wir sind zum Glück nicht weit weg vom Ursprungsort.
Wenn mich nicht irre, müssen wir jetzt nur hier hoch, hier uns reinfallen lassen. Und dann sind wir auch schon wieder da. So. Ja, jetzt haben wir aber eigentlich nur noch den Riese. Ach ja, jetzt können wir ja mit Rufsymbol arbeiten. What? Jemand hat so einen komischen Truhenkopf obendrauf. Gut zu wissen. Ich würde jetzt aber, also den Riese würde ich definitiv mit jemandem anderes zusammen versuchen und nicht alleine. Aber ich würde jetzt erst nochmal, deswegen gehe ich jetzt auch hier lang, mir die obere Ebene anschauen und ob... Autsch. Und ob das Hochfahren dieser Abtrennwand irgendwie eine Brücke verursacht hat. Ich glaube es zwar nicht, aber wir können ja mal gucken. Und ansonsten würde ich den Riese versuchen, mit jemandem zusammen zu bekämpfen, weil ich sehe da keinen wirklichen Erfolg drin, das alleine zu machen in diesem Schlammding da. Hier ist auch noch jemand, mit dem wir zusammenkämpfen könnten. Gut. Da drüben. Oh, da müssen wir erstmal darüber. Wir waren noch nicht am Leuchtfeuer, das ist der Vorteil. Das heißt, keine Gegner, die nicht vorher schon da waren. Quatsch, keine Gegner, die nicht sowieso noch da sein müssten. Die Gegner, die normalerweise hier sind, haben wir alle schon platt gemacht. In, weiß ich nicht, vorletzte Folge oder so. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendwas geändert hat. Wieso ist denn das eigentlich leer? Müsste da jetzt nicht, wenn er hochklettert, was drin stecken in dem, in der Schwertscheide? Also von hier kommen wir da nicht hin. Waren wir schon mal weiter drüben oben? Ich glaube nicht. Verdammt. Und da drüben geht es ja auch nicht weiter, sehe ich gerade. Also das ist doch... Ja, das ist ja kein Durchgang. Nee, es ist keine Brücke. Was es umso merkwürdiger macht. Und ich mich immer noch frage, wofür ist das da? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich... ungefähr weiß, wo wir jetzt lang müssen, um wieder dahin zu kommen. Ich glaube ja, hier lang. So, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir müssen da drüben lang. Wir müssen den Riese platt machen. Ich glaube, hier in der Gegend habe ich nichts vergessen. Naja, da werde ich meinen Plan jetzt mal wahr machen und mir einen Freund holen. Wir sind halt relativ weit vom Leuchtfeuer weg. Schaffen wir das bis zu dem Riese, mit dem, den wir im Rufsymbol geholt haben, oder nicht? Und jetzt ist kein Rufsymbol hier, oder was? Oh nein! Ihr wollt mich verarschen, oder? Wir haben doch noch Clut. Ja, wir haben noch Clut. Kann es irgendwo anders hier im Raum sein? Und ich sehe es noch nicht. Oh, das ist ja ärgerlich. Fuck. Aber da oben war, wie gesagt, noch ein Rufsymbol. Mal gucken, ob das noch da ist. Das ist auch eine schöne Todesfalle hier. Wenn man da einfach reinrennt, weil man nicht drüber nachdenkt, dass hier vielleicht gar kein Boden ist, dann fällt man immer schön in den Tod. Wir die ganze Zeit im Kreis rennen, aber man muss taktisch vorgehen. Ist quasi ein Taktikspiel. Ach, und das Rufsymbol, was hier war, ist ebenfalls weg. Wollt ihr mich... Oh, scheiße. Ich weiß halt nicht, ob die wieder auftauchen, wenn ich jetzt am Lagerfeuer raste. Wenn ich aber am Lagerfeuer raste und die tauchen nicht wieder auf, dann hat der Typ wieder volle Energie und ich muss ihn immer noch platt machen. Hä, warum sind denn die wieder da?
War ich da zwischendurch mal am Lagerfeuer? Bin verwirrt. War ich hier noch nicht? Ich war ja tatsächlich noch nicht, da liegt noch was rum. Wie konnte ich das denn übersehen? Es ist halt einfach viel zu eng zum Kämpfen, ey. Scheiße. Kein guter Gegner, der so breit ist, um da auf so einem engen Gang zu kämpfen. Aber ja, warum bin ich denn hier unten noch nicht gewesen? Dann hat sich ja doch gelohnt, so krass im Kreis zu gehen. Ist zwar auch ein Dead End, wenn ich das richtig gesehen habe, aber da lag noch was zum Einsammeln. Abgründiger Edelstein, den haben wir glaube ich noch nicht. Durchwirken, um abgründige Waffe herzustellen. Hallo, ich will das lesen. Verändertes Titanit, gefunden in den Tiefen der Kathedrale des Abgrunds. Genutzt zum Durchwirken, um abgründige Waffen herzustellen. Abgründige Waffen verursachen Dunkelschaden, verlieren aber skalierende Effekte. Es existiert ein Finsternis, eine Finsternis jenseits dessen, was Menschen sich erträumen können. Boah, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Versuche ich jetzt wirklich irgendwie diesen Riesen... Aber das ist eigentlich unmöglich. Wie soll ich denn den platt machen? Was? Oh, scheiße! Aha! Das ist also das größte Problem, wenn die von oben auf einen runterfallen. Scheißdinger. Jetzt werden auch langsam meine Flakons knapp. Was? Och, ich dachte, du bist schon tot. Ich mache aber auch gerade nur Mist. Wieso ist denn das Rufsymbol nicht mehr da? Och, das ärgert mich. Jetzt weiß ich gar nicht, was der schnellste Weg ist zu diesem... Aber ich glaube, mit dem Fahrstuhl fahren. Oh, langsam wird's eklig. Wir haben halt noch... Ich überlege halt, also wenn ich halt wüsste, dass ein Rufsymbol... Wo bin ich denn jetzt? Ach so, ja. Oh Gott, bin ich verwirrt. Wenn ich wüsste, dass so ein Rufsymbol wieder auftaucht, sobald ich mich hier geheilt habe, würde ich es halt machen. Aber ich weiß es halt nicht. Das ist das Problem. Ich weiß es einfach nicht. Und wenn ich halt das Rufsymbol nutze, wenn ich das Rufsymbol, mein Gott, wenn ich das Lagerfeuer nutze, habe ich halt das Problem, dass der Riese wieder volle Energie hat. Das ist halt schon ein massiver Unterschied, ne? Also hat es glaube ich weniger als die Hälfte noch. Fuck, aber wie soll ich den denn bekämpfen? Ich gehe noch mal kurz hier rüber in das andere morastige Zeugs, einfach nur um zu gucken, wie ich mich da am besten verhalte. Okay. Mhm. Also unsere Schläge sind noch genau gleich schnell. Aber alles andere ist halt richtig kacke. Und wir können nicht rennen, also das ist das Schnellste, was wir machen können, oder halt springen. Fuck. Fuck, 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 wie besiege ich denn den? Wie soll ich denn überhaupt auf... Wie soll ich nah an den rankommen, um den angreifen zu können? Sehe ich überhaupt gar keine Möglichkeit.
Hier alleine schon der Distanzangriff. Den kann ich zwar blocken, aber ich muss ja irgendwie an ihn ran. Okay, ich will aber erstmal sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Ich hoffe, mir fällt irgendwas ein, was ich nicht das beim nächsten Mal weiter löse, dieses Problem, aber schauen wir dann beim nächsten Mal weiter. Lasst ein Abo da, Daumen da, kommentiert, wie ihr diesen Riesenblatt gemacht habt. Glocke aktivieren, kein Video verpassen. Bis morgen. Tschüss.